ciao. Und die Hände sind fest ineinander verankert, denn sie würden gerne ganz nach vorne kommen. Und sie haben das können. Xu Shen und Hongbo Zhao, 23 Jahre alt, sie eher 28, haben ein unglaubliches technisches Vermögen. Viele haben gesagt, im künstlerischen Hapers. Deswegen haben sie sich eine amerikanische Choreografin geholt. Und zwar eine der besten, Lee Ann Miller. Die hat mit ihnen gearbeitet. Da haben sie sich verbessert. Aber ich glaube, die internationale Eiskunstlaufbranche inklusive der Preisrichter respektiert die beiden nicht ganz. Aber sie haben dennoch die Chance, ganz vorne zu landen. Heute Morgen um 8.40 Uhr im Training sind sie durchgelaufen. Da haben sie ein bisschen Nervenschwäche gezeigt, aber jetzt kommt es drauf an. Jetzt der Rittberger. Unglaublich hoch. Noch höher als der von Bereshnaya Sikorolidze. Und zwar deutlich höher. Da gab es heute Morgen nämlich einen Wackler. Der Tolup. Auch der dreifach. Von beiden. Sehr kurz allerdings der Auslauf. Der Schwung fehlt mir ein bisschen. Musik Kismet von Bond, so der Titel. Da sind sie ein bisschen asynchron gewesen, haben Sie es gesehen? Ganz gefährlich, sowas darf nicht passieren. Sowas suchen die Preisrichter ja nur, wenn alle so gut laufen wie bisher. Wurf Lutz, Flugstunden mit Xu Shen Hongbo Zhao. Ist das schade. So ein Leichtsinnsfehler bei der Pirouette. Ich hoffe, die Kollegen hier von NBC werden uns diese Zeitlupe noch mal einspielen. Da ballt er zwar die Faust, die technischen Elemente waren vom Feinsten, aber dieser Fehler bei der Pirouette war so unnötig. Seit Jahren sind sie ganz vorne. Man wünscht ihnen manchmal, dass sie die verdiente Medaille bekommen, aber oft wurden sie nicht ganz dorthin gelassen, wo sie eigentlich hingehört hätten. Zweite bei Weltmeisterschaften 99, 2000. Fünfte bei Olympischen Spielen 98, wo ja ihre Landsmännin Lu Chen bei den Damen die Bronzemedaille gewann. Überhaupt die Chinesen haben sich in den letzten 8 Jahren so enorm entwickelt. Und jetzt achten Sie auf diesen Wurf Rittberger. Da muss man staunen, wie hoch der hinausgeht, wie eine Bande so hoch. Und wie sauber gelandet. Da waren sie mir ein bisschen langsam im Anlauf und auch der Auslauf ein bisschen kurz. Sehr vorsichtig angelaufen. Das war bei Bereshnaya Sikorolidze flüssiger. Gleich haben sie umgesetzt und sind weitergelaufen. Da wünsche ich mir einfach einen eleganteren, längeren Auslauf. Aber wo bleibt die Pirouette? Der eigentliche Fehler, der passiert ist. Der Wurflotz. Auch der technisch hoch hinausgeworfen. Sowohl beim Rittberger als auch beim Lutz waren sie mehr ein Tick besser als die Paare, die wir bisher gesehen haben. Aber in puncto Harmonie, in puncto flüssiges Laufen, Geschwindigkeit, da haben sie ihre Nachteile. Und schade, dass uns die Kollegen das nicht nachtragen. Wir haben leider keinen Einfluss drauf. Das könnt ihr ja später dann im Studio nochmal nachholen, denn das ist wirklich der Schlüsselpunkt hier bei diesem Kurzprogramm. Denn hier geht's
um die Ausgangsposition für Montag, wenn es um Gold, Silber und Bronze geht. Und deshalb vollkommen in Ordnung, dass die A-Note, und die steht wie immer für den technischen Wert, einen Tick niedriger ist als Bereshnaja Sicherlice. Aber kommt da vielleicht sogar Todmianina Marinin noch ran? Fragezeichen, wir werden sehen. Nein.